Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, am Ende der Debatte bleibt mal festzuhalten, dass wir in vielen Teilen im Ziel einig sind, aber über Begrifflichkeiten sehr zu streiten wollen mögen. Wir reden über Feinheiten. Festzuhalten ist doch mal, dass nach den NSU-Morden in den Begrifflichkeiten, wir haben nach den NSU-Morden einen Untersuchungsausschuss gehabt. Der hat einen Plan aufgelegt mit 47 Punkten. Ja, und die Länder und auch die beteiligten demokratischen Parteien dieses Hauses waren meines Wissens darin eingebunden. Und ich habe in den letzten Monaten keine Länderregierung gehabt, keine Partei in diesem Haus, die gesagt hat, ihr müsst mal gucken, es gibt in Teilen, ich sage bewusst in Teilen der Gamer-Szene rechtsextreme Ausfälle. Und insofern stellen wir doch mal fest, und vielleicht sind wir uns da wenigstens einig, dass wir Verschiebungen haben in einem Phänomen, ja, das heißt Rechtsextremismus, und dass wir in Teilen auch schauen müssen, dass wir diesen Verschiebungen gerecht werden. Deswegen ist es richtig, dass der Bundesinnenminister anmeldet, 700 Stellen für die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Wir müssen auch die Sicherheitsbehörden in die Lage versetzen, dass sie nicht nur auf Erkenntnisse befreundeter Dienste setzen können, wenn es um Bekämpfung geht, sondern dass sie auch selber in die Lage versetzt werden. Und der Hinweis auf das Waffenrecht ist ja auch in Teilen fadenscheinig. Nehmen wir die Beispielsfrage mit den Magazinen. Wenn wir uns leidenschaftlich darüber streiten, ob Magazine das große Problem dieser Welt sind, feststellen aber, dass ein Täter in Halle diese Dinger mit einem 3D-Drucker produziert, dann hauen wir doch damit den Jägern, den Sportschützen vor den Kopf, die wir genau für diesen Konsens brauchen, ein Waffenrecht zu schaffen, das Einvernehmen bedeutet und das hier nicht den Konsens der Gesellschaft und weitere Spaltung aufs Spiel setzt. Es geht hier auch nicht um Begrifflichkeiten wie Vorratsdatenspeicherung, an denen Sie alle hochziehen, sondern es geht auch um Fragen wie Speicherfristen, Online-Durchsuchung, Quellen-TKÜ. Und da sage ich auch mal, es geht ja dabei nicht nur um das Problem Extremismus von rechts, sondern auch um Kinderpornografie, Pädophile. Auch da müssen wir doch zu Potte kommen und auch da haben wir Handlungsbedarf. Und ich möchte auch nicht, dass dieses Land zur Bedenkenrepublik wird und dass wir uns jetzt wegen Begrifflichkeiten den Weg verbauen. Wenn das Erste ist, wenn wir über Kompetenzen reden, dass jetzt Datenschutzbedenken geltend gemacht werden. Und Datenschutz ist ein hohes Gut. Gut, dass wir ihn haben in dieser Form. Aber das Erste ist, bevor der erste Plan auf dem Tisch liegt, dass die dicke Keule ausgepackt wird, bevor die Diskussion in Fahrt kommt, dann schaden wir damit der guten gemeinsamen Sache. Und ich halte auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eben nicht für den Rohrkrepierer, sondern ich halte es auch wichtig, dass wir daran gehen. Hasssprache, Hate Speech ist doch ein Problem dieser Zeit. Und diese ganzen Begrifflichkeiten, ja, und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich hier in der Tat von den Kollegen hier von rechts außen. Wer Lügenpresse, Verräter, Mahnmal der Schande und Vogelschiss in sein Vokabular aufnimmt, der muss sich halt nicht wundern, wenn in diesen Echokammern sich Menschen daran aufgeilen und zu Tätern werden. Das ist eine Form von Mitschuld, ja, ganz klar. Hinterfragen müssen wir auch, ob wir das Richtige tun. Die politische Bildung ist angeklungen. 82 Millionen, glaube ich, waren es, die den Wahl-O-Maten der Bundeszentrale für politische Bildung besuchen. Ich glaube, es gibt kein Programm gegen Extremismus, Islamismus, das ähnliche Konjunktur hat. Und vielleicht müssen wir mal schauen, wie wir da noch besser werden. Auch da gibt es Nachholbedarf. Wenn die Mutter des Attentäters in Halle sagt, der Sohn habe ja gar keinen schlechten Eindruck gemacht, er habe nichts gegen Juden gehabt, nur gegen das Großkapital habe er gewettert, dann fehlt es vielleicht auch in der Bevölkerung an Feingespür, hier und da zu erkennen, wann sich jemand radikalisiert. Und auch da ist Handlungsbedarf. Ich glaube, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, der da heißt, respektvoller Umgang miteinander und Rechtsstaat in der Form, dass wir sagen, wer auf dem Boden des Grundgesetzes steht und Straftaten verurteilt, der wirkt zusammen gegen Extremismus. Und ich finde, schräg Schlussbemerkung, wenn ich in der letzten Sitzungswoche in der Tat hier das Abfeiern der Antifa sehe, eine große Tageszeitung hat es schön auf den Punkt gebracht. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist einer der wichtigsten, den Deutschland führen muss. Mit der Antifa, die als trojanisches Pferd ihre linksextreme Agenda in die Mitte der Gesellschaft schmuggelt, wird das nicht gelingen. Es gibt keine gute Gewalt, es gibt keinen Zweck, der Gewalt rechtfertigt. Feuer bekämpft man nicht mit Feuer. Kämpfen wir zusammen gegen jede Form von Extremismus, Islamismus und Gewalt. Herzlichen Dank. Das Wort hat Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion als letzter Redner in dieser Debatte. Frau Präsidentin!